Markus! Ja? Weißt du, was ich heute auf Nacht ist? Was? Also ich bestelle mir heute richtig eine fette Pizza. Echt? Du isst ja auch gern Pizza. Wie isst denn du deine Pizza? Natürlich, Hawaii. Ja? Und du frisst... Das heißt mit Ananas, oder? Ja, und du frisst gefälligst auch mal Hawaii, ja? Wenn das mein Opa sieht, der bringt dich um. Du frisst einmal eine Pizza Hawaii? Das nein, das stellen da die Deutschen. Ob jetzt doch mit dir, du Ananas. Nein, nein, Ananas gehört drauf auf einer Pizza. Ich bin Markus noch. Du bist halt mein Wanderführer. Dicke Franke? Bin ja froh, wenn ich in den Berg raufkomme. Also von da, lieber Markus, steht Kehlstein 4 Stunden. Ja. Ach du Scheiße. Mit mir brauchst du 5. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So, weiter geht's, oder? Weiter, weiter, immer weiter. Andere fahren mit dem Bus rauf, wir gehen zu Fuß. Ich wollte eigentlich auch mit dem Bus rauffahren. Ich wollte den Weg gar nicht raufgehen. Hier ist aber gemütlich, oder? Ja, das stimmt. Dafür haben wir jetzt ein wenig Vogelgezwitscher. Das ist aber auch schön. Ist auch schön, gell? Ja, ein bisschen zwitschern, ein bisschen fegeln. Ah, das ist schön. Ja, genau. Toll. Cool. Alles fit? Ja. Yeah. Markus, was war das jetzt da auf? Tornante. Und das bedeutet? Kehre, habe ich gelernt. Kehre. Markus, ja. Kleines Update für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also unten war angeschrieben, circa 4 Stunden. Bis da zum Busparkplatz. Busparkplatz da. Jetzt gebraucht 1,5 Stunden. 1,5, aber Moment. Keine Angst da draußen. Das mit den 4 Stunden, das stimmt nicht auch. Also wir sind nicht, also wirklich nicht gerannt, nicht gemütlich aufgelaufen. Und wir sind jetzt wirklich ganz gemütlich auf, sind dreimal stehen geblieben. Also erschreckt es nicht auch mit circa 2 Stunden spaziert es da rauf. Und da sind wir jetzt. Das Busparkplatz. So, und da ist der Eingang zum Goldenen Fahrstuhl. Ah, ist sogar offen. Du, und der Fahrstuhl, wo geht der hin? Der geht direkt 120 Meter da oben, direkt ins Kehlsteinhaus ran. Da geht es jetzt, glaube ich, 200 Meter einen Berg hinter, direkt in den Berg rein. Erbaut 1938 und ist noch der Original-Fahrstuhlschacht. Ja. Zum, was für ein Haus? Kehlschonhaus. Okay, und das schauen wir uns da an, oder? Das hat aber wahrscheinlich zu. Da gibt es sogar ein Echo. Hallo Leute! Geil. Riduleo! Zwerg! Am Berg! Hä? Was sieht man jetzt? Da ist er. Unser Tagesziel. Da oben. Da hol ich euch, jawohl. Ja, ist schon immer weit. Das schaut immer so nah aus, ne? Sind schon noch ein ganzes Stück. Na, schau, gesehen, komm. Das ist geil, ja. Königssee.
wegen dem Nebel drin. So, heute gibt es voll die Geschichte. So. Bericht, Bericht. Was ist da? Da war die Sonnenterrasse. Da waren sie gehockt, nehmen sich gesund. Echt? Ja, ja. Was haben sie denn getrunken? Ich weiß nicht, die wollen nicht mit dabei. Ein Serverlach. Die haben damals sich nur vegan ernährt, die wissen nicht. Nein, ich finde es trotzdem der Hammer, wie viele Leute hier immer noch raufpilgern. Was ist für ein Touristenort, ist das Kehlsteinhaus? Das ist ja nicht voll, da gehen ja tausende Leute rauf in der Hauptsaison jeden Tag. Cool, wir gehen jetzt auch ein bisschen Sonnen und eine Pause machen. Dann singen wir ein paar Wanderslieder und dann geht's weiter. So machen wir es. Zwerg am Berg, einen wunderschönen guten Morgen vom Kehlsteinhaus da hinter mir. Und wir machen heute einen hohen Güll über Kehlsteinhaus, gell? Mandelgrat. Und zwar ist das, ich sage mal, ein C-Steig, oder? Also ist eine C-Stelle ist drin, ansonsten ist kein reiner Klettersteig. Mit der 1 minus. Genau, ist ein Mandel, ist ein Wanderung. Ja, ist ein Grat zu übergehen, wo man wirklich. Und wer ist mit dabei? Der Markus aus Franken. Yes, servus. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Du, und wo müssen wir jetzt hin, da auf? Genau. Jetzt haben wir erst einmal 2,5 Kilometer Grat davor, was man jetzt überhaupt nicht meinen kann. Ja? Ja. Kommt jetzt der Grat und dann geht es da zappere, zappere, zapp auf. Ja. Und ich glaube, das zappere, zappere, zapp, da irgendwann fange ich das Keuchen an. Was für ein Zapp? Zappere, zappere, zapp. Ist das Fränkisch? Das ist Fränkisch, ja, genau. Und bedeutet? Es geht nicht schnell. Okay, also wir gehen jetzt da zappere, zappere, zapp da auf. So, da seid ihr hergekommen, vom Kehlsteinhaus, nicht links, sondern rechts, in Franken noch. Rede mal, wie ich blass. Markus, weißt du, was sie heute auf Nacht ist? Was? Also, ich bestelle mir heute richtig eine fette Pizza. Echt? Du isst ja auch gern Pizza. Wie isst du deine Pizza? Natürlich, Hawaii. Ja? Und du frisst. Das heißt mit Ananas, oder? Ja, und du frisst gefälligst auch mal Hawaii, ja? Wenn das mein Opa sieht, der bringt dich um. Du frisst einmal eine Pizza Hawaii? Das nein, das stellen leider die Deutschen. Ob jetzt da mit dir, du Ananas. Nein, nein, Ananas gehört drauf auf einer Pizza. Oh.
Schön, ha? Richtig ein Traum. Es war eine gute Entscheidung, dass wir das heute machen und nicht gestern. Es wäre gestern nasser gewesen und... So geht's. Ja. Und wir haben keinen Nebel. Weiter geht's. Die Glurtmuggerlis brennt. Was für ein Lies? Die Glurtmuggerlis. Sagt der Max immer. Grüße an den Max. Die Glurtmuggerlis. Du, und jetzt geht's einmal so weiter, oder? Circa wie lang? 20 Minuten, gell? Ja, steht. 10 Minuten. Nein, der gerade ist 2,5 Kilometer lang. Aber jetzt einmal für einen Zustieg, bis zum Zustieg sind es ungefähr 20 Minuten. Ja, das habe ich gelesen auf der Topo, gell? Das ist ja logisch. Ich habe mich jetzt einmal auf dich da verlassen. Du, ich kenne mich aus, allem da in Schild noch. Da. Da, genau. Da. Genau. Ja, es geht andauernd gemütlich her mit der Schwierigkeit A bis AB und der 1-Kletterei. Da haben wir wieder alles mit Stahl, Saal gesichert. Also es geht eigentlich ganz gemütlich da auf. Wir ziehen jetzt in Helm an, einfach weil es auch ein bisschen sicherer ist. Jetzt kommt dann das Gelände, weil es sind auch welche, die vorausgehen und einfach den Stein schlagen. Genau. So machen wir das. Hast du Platz? Du hast gut, ne? Deine Größe. Ja, siehst du? Ist schon mal ein Vorteil, gell? Du bist wahrscheinlich mit 10 Spitzen noch durchgerannt, oder? Und gestreckt. So geht's weiter? Ja. Und das auf wieder. Fast. Oh, die Stelle ist markiert, gell? Was wird das jetzt sein da? Ein B? Ja, da geht halt eine Treppe rauf, ne? Eine Treppe? Was geht da auf? Da gehen halt so ein paar Stüfle rauf. Ein Stüfle? Treppe? Treppe. Hey, ich finde das so geil. Ja, dann gehen wir die Treppe auf.
Das schaut so geil aus. Ausrufenloch. Echt jetzt? Gott, auf alle Viere? Ich kann doch nicht in die Knie, das weißt du doch. Ja, ich bin noch grob durchgegangen. Ich bin doch ein bisschen gehandicapt, wie du weißt. Du bist gerade durchgelaufen, ne? Ich bin echt grob durch. Und noch die Hände an die Decke. Ja, put your hands up in the air. Gut. Markus, da geht es jetzt ein bisschen leider. Glaubst du, dass ich die Schwierigkeit sehe? Das kann das sein, oder? Nein, das kommt erst noch. Das ist B. C kommt erst da hinten noch. Das geht einmal auf. Ah, passt. Da waren wir noch nicht. Gut. Dann geht es da Koyomi und da hinten wieder auf. Auf geht's. Ja, und so geht's es da und dahin. Bis leu, bis lauf. Stifte sind drinnen, Stolzwall ist drinnen, gesichert. Man kann sich überall gut halten. Wenn es nass ist, würde ich das nicht empfehlen. Also der Stein ist brutal glatt und abgerieben. Und da geht es jetzt gemütlich wieder weiter. All mit A, A, B, B. Also ganz gut zu steigen. Wie gefällt's uns? Voll gut. Voll gut gefällt's uns. Der Schatten ist vor allem voll gut, ja? Schon geil. Ja, genau. Man kocht ja langsam. Na, Kim? Wie soll ich denn da durch? Ja, das ist mir wurscht. Zieh hin, den Bonzen. Jetzt bist du rausgefressener Pressack schon nicht durchgekommen. Was soll ich da durch? Kim, das schauen wir uns jetzt an. Alle wollen das sehen. Gott. Geht ja. Hä? Schau. Warum machst du dich so angestellt? So. Aus. Ich kenne mich voll aus. Ich bin schon einmal da gewesen. In der Kriegszeit war ich da. So, Markus. Ja. Leute, zur Info, da geht es jetzt mit der Schwierigkeit BC auf. Ja. Gell? Ja. Schau da, BC. Ja. Klammern sind drinnen, Stifte sind drinnen, da alles ist drinnen. Also, das geht ganz locker. Das geht ganz okay? Locker. Locker vom Hogel. Ja. Geh, gehst du? Geh du mal vor. Geh. Geh du vorher. Geh ich. So, komm auf, du Influencer. Markus, ja. Die Kraxlerei haben wir jetzt hinter uns, oder? Ja. Und jetzt haben wir nur mehr Gehgelände. Jetzt geht die Stapferei los. Toll. Ja. Dahin sind wir hergekommen. Schau, dann ist es. Adi-Haus. Daher. Ich finde ja immer,
Wenn man das so sieht, das schaut halt überhaupt nicht lang aus. Ne? Nein, ist er nicht. Und trotzdem ist man ganz schön unterwegs. Ne? Und wir sind gemütlich gegangen, weil wir alt sind. Richtig. Was heißt? Wir sind die Ü40-Fraktion. So, du Ü40. Da hinter Seck geht's jetzt weiter. Da rein. Ach komm. Da. Du kannst mir viel erzählen. So. Ist es eigentlich die Grenzmarkierung? Sind wir schon Österreich? Bleib du hinten in dein Land da. Ich bleib hier in Deutschland, ich geh jetzt nicht mehr weiter. Wenn das die Grenze ist da, das ist doch die Grenze, das ist die Grenze. Ja, ganz genau. Das ist der Grenzstoff, was ist da? Tachchen! Servus! Auf wieder! Was ist der Maraner da, du? Bist doch getobt? Gibt's später mal Urinprobe ab? So. Auf! Ja, so etwas. Ja, so etwas. Da sind wir jetzt rauf, da werden wir dann absteigen und da rechts über, wie heißt die Hütte? Burgschellerhaus. Burgschellerhaus und da hinten sieht man das Gipfelkreuz. Mir zumindest. Wir sind es. Und ist es Salzburg? Mal, was man da alles sieht. Ja, Salzburg. Wahnsinn. Ja, guck mal. Da steigen wir dann noch rein. Schau, was man da alles sieht, schau. Und der Watzmann und alles. Ganz da hinten sieht man ihn. In Venediger. Ganz da hinten. Die Loferer sind auch da hinten. Dachstein sieht man. Totengebirge siehst du da hinten. Großen Priel. Ja, stark. Und mein Auto. Sieht man, sechs ist mein Auto. Also, ich sehe das Auto. Ja, von da sind wir jetzt hergekommen, gell? Also, dann sind wir gestartet, mit einem schiefen Finger, da rauf, Kelchenhaus. Ich bin gerade auf der linken Seite, ist ein Vorteil, dann haben wir keine Sonne und schön immer im Schatten. Ja. Ja. Aber ist jetzt vorbei mit dem Schatten. Vorbei, dann weiter geht's. Hü. Jetzt ist nur noch. Komm, Franke. Ja, hü. Fränkle! Ich bin mehr so der Ochse und weißt wie ein Ochse läuft. So. Dann. Ich bin nicht so ein Meraner Berggans wie du, ja, wo da. Hupf und abhauen. Aha. Ja. Steigen. Ja.
Fresh. Jawohl! Markus, Hogel, Jack. Bergheil. Bergheil. Platz geil, genau. So Markus, wie schaut's jetzt aus? Was machen wir dann? Ich würde sagen, wir steigen ab. Ja, gute Idee. Weil ich glaube, ich brenne langsam auf. Echt? Ja. Ich bin ja nicht so ein Südländer, ich bin so ein Hautklasse 2 Typ Franke, der bei jedem Scheißdreck sofort einen Sonnenbrand kriegt. Und ich bin Hautklasse Nummer 4. Du bist doch total dunkel, du bist 4. Schön war's, oder? War klasse. Gibt's irgendeine Info, was wir jetzt schon geben können, den Leuten? Nein. Na geil. Ein bisschen Kondition braucht es. Ja. Und ja, wenn er nass ist, ist halt blöd. Ja. Aber wenn es trocken ist, richtig fein, klasse zu steigen. Ist auch so. Aber eine weitere kleine Zusammenfassung dann ganz unten, wenn wir abgestiegen sind. Jetzt machen wir, über was steigen wir jetzt ab? Schustersteig. Schuster. Bocellasteig, okay. Genau. Passt. Bocellasteig, Bocellahaus. Na gut, hinter uns noch mal. Das Kreuzle. Das Kreuzle. Schönes Kreuzle. Schönes Kreuzle. Das ist eher wunderschön mit dem Kristall. Ich finde es ein wunderschönes Kreuz. Na gut, Markus, viel Spaß. Und beim Abstieg bitte bau keinen Scheiß. Nee. Wir sehen uns. Ciao. Schauen wir, was da oben ist. Die Grenze. Die Grenze. Ja. Also. Jetzt muss ich noch bayerisch reden da. Warte, ich geh mal um zu den Österreicher. So. Österreich. Deutschland. Guten Tag. Guten Tag, mal Butter bei die Fische, ja. Wir werden mal weitergehen müssen, ja. Wo ist denn der Bub? Der hat seinen Kragen hochgemacht. Weil die Sonja brennt man als Knack. Schau, unten machen sie jetzt Party. Ja. Das ist jetzt Bombenstimmung. Weißwurst spielen und Brezen und Blasmusik. Und dann alle. Nach links. Nach rechts. Nach rechts. Und wir singen. DJ. Snolle Bolle Käs. Du bist auch krass. Wo mit euch jetzt? Lieber Markus, wie steigen wir jetzt ab? Wie geht es die Schusterrute runter? Ja, das ist maximal. AB, ich weiß nicht, C war mal was gelesen, AB, C, keine Ahnung, ja. Irgendwie sowas, aber nicht schwer. Okay, passt. Und wir müssen die Leute genau informieren, die wollen es genau wissen. Aber ich sage mal maximal C, oder? Ja, maximal C, ja, ist gut. Da machst du dir was falsch. Steht in einer Topos überall drin. Ja, eben. Ja, aber die Leute sind zu faul, die Topos anzuladen. Das musst du ihnen sagen. Verstehst du? Die Leute. Ich habe da das letzte Mal vor 3 Jahren eingeklotzt. Du, jetzt schauen wir mal. Ich bin das letzte Mal über Mandelgrad zurückgegangen. Ja, bravo. Ja, gratuliere. Ja. Jedenfalls, wir gehen jetzt da oben und genau. Dann bis zur Hit. Wie heißt sie? Bocellahaus. Bocella. Er ist als Franke schwer auszusprechen. Ja. Und dann steigen wir wieder ab zum Auto. Dann gehen wir zum Auto. Wo steht das Auto? Gefühlt 100 Kilometer noch weg. Ja, dann auf geht's. Ja. Wahnsinn. Da sind wir jetzt angeklettert. Von ganz da oben an. Nicht schlecht. Markus, dir geht's gut? Mir geht's gut. Super.
Eine Wurst. Wiener Kasprissknödelsuppen. Ja, genau. Ich einen Glühwein und einen Jagertee. Ich will einen Kaffee. Markus, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ja, leck mich doch am Arsch, müssen wir jetzt noch einmal bergauf. Ich dachte, es geht nur runter, runter, runter. Jetzt müssen wir nochmal da rauf. Da müssen wir nochmal rauf. Rauf müssen wir. Ha, jetzt können wir jetzt nochmal richtig ausbauen. Kim, geht schon. Also für meine erste Bergtour 24 habe ich mich heute schon genug ausgebaut. Kim, das geht noch. Ja, klar geht's noch. Und danach können wir zusammen Dings sagen. Bis dahin genau ein Tschüss und ein Ciao. Oh ja. Auf den freue ich mich schon. Ich mich ja. Hoppla, auf geht's. Der ist doch nicht ganz dicht. Ja, 30 Kilo weniger wie ich. Ne? Aber dafür schmecken mir halt die Bierli und ihm nimmer. Das merkt man. Aber es ist ja am ersten Bergtour 24. Drum geht es halt bei mir noch langsam. Zum Wohl, gell? Ja. Und jetzt gibt es noch eine Kreispressknädelsuppe. Und dann haben wir noch 1,5 Stunden vor uns. Und dann sind wir endlich unten. Da sieht man wieder mal, was man geleistet hat. Ja. Markus? Ja. Nimm mal auf, nimm mal runter, nimm mal rüber. Es geht nur noch no. Nur noch ein Berg no. Du, ich glaube, wir machen jetzt eine kleine Zusammenfassung für unsere Bergfreunde da draußen. Ja. Okay? Also, wir sind heim gestartet um 4 Uhr nach früh. Ja. Gell? Jetzt genau die Zeiten wissen wir nicht, ist uns auch egal. Wir haben das Ganze, ich sage mal, genossen und sind einfach aufgegangen. Ja. Erst sind wir auf zur Kehlsteinhaus. Da haben wir Pause gemacht und dann sind wir weitergegangen. Und dann haben wir so ein bisschen A gehabt, ein bisschen B, ein bisschen A, B, mit Stifte und Dritte und Stolzsohl und oi, ei und ja, rauf und runter. Und links. Ist, und links. Und wir waren schön im Schatten, herrlich. Genau. Ja. Dann eben haben wir früh genug gestartet und auf der rechten Seite ist das ganz eine feine Geschichte gewesen, da waren wir alle schieren im Schatten und es war nicht heiß. Der Felsen, wenn es geregnet hat, das ist voll kacke, gell? Ja. Dann ist das kacke, aber wir haben Glück gehabt, es war richtig schön alles drucken. Darum haben wir die Tour auch jetzt gemacht. Ja. Also heute, nicht gestern, jetzt. Heute. Genau, heute. Gestern am Montag. Ja. Ja, genau. Gestern war Montag, heute war Dienstag, aber das wissen die ja nicht da drinnen. Ach so, ja. Das weiß doch ich nicht. Jedenfalls, eins minus haben wir auch drinnen gehabt ab und zu, aber alles machbar. So, dann vom Steig außer, vom Mandelgrat. Und dann haben wir noch eine leichte Wanderung rauf gehabt. Genau. Ja, die hat eigentlich auch gut gepasst. Ein bisschen geröllig ab und zu, aber war gut. Gell? Jawohl. Dann so. Haben wir Abstieg gemacht. Abstieg. Den Abstieg haben wir gemacht über den Schustersteig, richtig? Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Schustersteig. Gut, und der ist mit der Schwierigkeit vom BC, habe ich gesehen. Und hat da auch eine Einzerkletterei drinnen. Unser Kraxlerei, Kletterei, wie auch immer, das ist wurscht. Was mir aufgefallen hat, ist, da muss man schon trittsicher sein, gell, ein bisschen. Also finde ich auch, man, viele gehen das ohne Sicherung. Also wir haben jetzt praktisch die ganze Tour heute. Wir haben gesagt, weil du nimmst das auf. Mit der Steigset, wer sich sicher fühlt, kann ans nehmen. Wir haben jetzt nur einen Gurt gehabt und haben uns mit einer Rastschlinge gesichert. Genau. Ja. Es ist einfach, es ist abschüssiges Gelände und es ist einfach sicher. Geil.
Helm, wie gesagt, es ist allem eine Sache. Wir haben ihn aufgesetzt, weil man weiß ja nie, was passiert. Ganz viel bröseliger Fels. Ganz genau, so schaut es aus. Es waren auch gut Leute unterwegs. Ja. Ja, es ist einfach dann bis zum, wie hat der Hit jetzt da oben geheißen? Burgschellerhaus. Es ist schon eine lange Hatscherei. Ja. Ja. Und jetzt sind wir da auf dem Forstweg und gehen jetzt immer wieder zum Parkplatz. Wo ist unser Parkplatz gewesen? Beim Obersalzberg. Obersalzberg, ja. Und da haben wir jetzt ungefähr, ist das angeschrieben gewesen, mit 2 Stunden ja, und ungefähr, wie viel Kilometer? Also, wurscht. Was kann es sein? Ist egal. Egal. Weiter zu empfehlen, die Tour. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gell? Ja. Und haben wir sonst noch irgendetwas vergessen, was die da draußen wissen sollen? Nein, nicht. Sollte ich irgendetwas vergessen haben, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Fragen habt, auch unten in die Kommentare rein. Ich glaube, das war's. Hein? Ja, in Rest lest einfach nach, ihr kommt bei bergsteigen.com, autoraktiv oder ist ja mir recht wurscht wo. So, eines fehlt noch. Bis dahin genau. Ein Tschüss und ein Ciao. Toll. Yes.